Leute, und damit ein herzlich willkommen zurück zu Spyro the Dragon. Wir gucken uns heute direkt in der Traumweberwelt das dunkle Labyrinth an. Ich habe eben nochmal schön alles sammeln müssen, sowohl den Fähigkeitspunkt als auch die Gems. Da haben mir 80 Stück oder so gefehlt, weil es anscheinend letztes Mal nicht gespeichert hat. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, dass ich gleich Gems abgebe. Hat irgendwie nicht gespeichert letztes Mal. Den Fähigkeitspunkt, also das Versteck, das habe ich ja auch gefunden gehabt. Ja, keine Ahnung, was das soll. Auf jeden Fall hat es nicht gespeichert. Es tut mir natürlich auch leid, ich habe jetzt, heute ist der 30.12. Ihr werdet dieses Video natürlich jetzt schon im neuen Jahr sehen. Erstmal einen guten Rutsch noch nachträglich. Ich hoffe, das habe ich in den anderen Videos auch gesagt. Ich habe mitbekommen, dass einige Videos nicht... Ach, das ist die Welt. Ja, moin. Dass einige Videos nicht pünktlich kamen. Das liegt aber auch mit daran, dass der Upload bei mir anders minus ist und das Internet auch. Und das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja in ganz Deutschland momentan ein Problem. Ein extremes Problem von Vodafone. Schade eigentlich, die französischen Bulldoggen sehen echt cool aus hier. Die bringen ja natürlich keine XP, die sind bloß zum Standard in dem Level. Ich glaube, hier gab es richtig viele Drachen, wenn ich mich nicht täusche. Die Hunde und die Schildkröten werden von dem verwandelt. So, auf jeden Fall tut mir das leid, dass ich da einiges nachholen muss. Beziehungsweise es nicht pünktlich machen konnte, aber da komme ich später rüber. Ja, weiß nicht. Also ich kann halt nichts dran ändern, wenn Vodafone sein Auge macht. Heute geht es wieder einigermaßen von 200k, also von 200 Mbit habe ich jetzt momentan 50 Mbit im Download. Und Upload habe ich ungefähr 11 Mbit, was okay ist. Der Download ist halt minus immer noch, aber das geht. Das war auch schon schlechter. Gestern hatte ich zum Beispiel 2 Mbit Download, also ein Prozent von dem, was ich eigentlich haben sollte. Und, der Tern hat hier nichts, ne. Ne. Und dann dieses, ja, Download so gefühlt auf. Wie heißt es denn? Ich kann auch zubeißen. Den Download halt so absolut minus. Übrigens klingt mein Handy gerade die ganze Zeit aus, was für ein Grund auch immer. Oh, schon das Ende. Das hat mich sowas von extremst aufgeregt, dass es so laggt. Ich konnte nichts gegen machen, weil der Download, der Upload so schlecht war. Das war ja schon anders minus hier. Das hat mich unnormal genervt. Zumal ich dagegen gar nichts machen konnte. Später auf. Okay. Meine Drachen hier auch gleich noch auf. Also das war auf jeden Fall echt nervig, muss ich sagen. Ich weiß, dass es nicht behoben sein wird. Es besteht schon seit 3 Monaten bei mir ein Problem, seit August. Könnten, glaube ich, sogar schon 4 Monate sein. August, September, Oktober, November. Hey, mal. August, September, Oktober, November. Das sind ja sogar schon 5 Monate. Ja, moin. Aber das Problem war halt so, dass ich es zwar mitbekommen habe, weil der Download halt so schlecht war, aber, und da ist es großer Aber, der Download war zwar schlecht, aber ich konnte mit dem Internet noch arbeiten. Also, es hat noch so funktioniert, wie es
Also so funktioniert, dass ich noch in Ruhe streamen konnte, sage ich mal. Oh ja, sogar direkt für mich aufgemacht, nice. Hat auf jeden Fall so funktioniert, dass ich in Ruhe wenigstens, da hinten war noch so ein Ding zum Hochgehen, in Ruhe streamen konnte, weil der Upload halt das Wichtige ist beim Stream. Und das geht, da ging gar nichts. Ich konnte auch keine Videos hochladen. Gestern war der 29. hatte ich ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem ich spielen konnte. Streamen konnte. In dem ich einen guten Upload hatte, das waren 15 Minuten. Dann habe ich Videos angefangen hochzuladen. Danach war der Download wieder sowas von schlecht nach 15 Minuten, der Upload, dass ich nichts mehr machen konnte, musste ich die Uploads abbrechen. Und ja, da habe ich die Uploads abgebrochen. Achso, ich muss den zuerst treffen. Musste ich den Download abbrechen. Upload. Und eine Weile später ging es wieder. Also anscheinend ging es jetzt die ganze Nacht okay, weil jetzt geht's Internet ja auch wieder. Sage ich mal, aber ob jetzt die ganze Nacht okay war, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich vermute es zwar, aber genau sagen kann ich es nicht. So. Und da habe ich erstmal gestern noch runter, noch hochgeladen, wo ich gesehen habe, dass das Internet wieder ging. Ich habe das nämlich selber gemerkt, weil der Download gestern auch so miserabel war, dass ich nicht mal Videos gucken konnte. Also ich konnte nichts machen, außer entweder ich spiele und trotzdem fliege ich andauernd raus. Oder ich gucke ein Video, sage ich mal zum Beispiel. Deswegen habe ich das mitbekommen, wenn das Internet besser geworden ist, ohne dass ich nachgeguckt habe. Ja, das war schon echt Minus. Also schlechtes Internet ist für mich schon echt ein Todesstoß, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Leute, die sitzen da und gucken TV. Ich gucke ganz selten normales TV. Also wenn mein TV läuft, was er ja oft macht, das kriegt ihr ja mit, wenn ich streame, dann gucke ich D-Max. Also sowas wie Goldrausch am Yukon oder so. Ist jetzt auch nichts, wo man sich mega mit bildet, aber sowas halt. Oder Dokus über irgendwas. Aber so normale Sachen gucke ich so gut wie gar nicht mehr, weil ich es halt einfach sowas von unnötig und dämlich finde. Wir müssen da rechts lang. Was im Fernsehen kommt. Man sagt immer Hartz IV TV oder sonst irgendwas, aber das nervt mich so ultra, das Programm, dass ich an sich nie TV gucke. Und einfach zu dumm. Alles gesammelt. Ja. Also alle Drachen haben wir jetzt sogar schon gefunden, während ich hier gerade gelabert habe. So. Und sowas nervt mich halt einfach, sowas von. Haben wir jetzt alles? Ah, der muss jetzt darüber fliegen. Das reicht doch gar nicht. Oder? Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Frage ist jetzt natürlich nur, wo. 20 Gems fehlen uns, also 500 müssten es sein, wir haben ja schon alle Drachen, viel mehr kann es ja nicht mehr geben. So, wo haben wir jetzt hier 20 Gems vergessen? Hm. 20 Gems, das ist ganz schön viel.
hier. Sind wir gestartet? Ups. So. Hier haben wir nichts. Jetzt war eigentlich schon fertig mit dem Level. Jetzt fehlen mir mal 20 Gems und ich weiß gerade nicht, wo sie sind. Seine Situation sind halt Minus. Ah doch, da kann man gegenlaufen. Aber vielleicht ist es ja in einem der Laternen. Ich kann mich da jetzt eigentlich nicht dran erinnern, dass hier in dem Level in Laternen was war. Das sah früher immer so aus, als ob die Schildkröten zubeißen. Wo haben wir das? Zwei Gegner beziehungsweise okay, an dem bin ich vorhin einfach dran vorbeigelaufen. So schnell geht's, wenn man redet, ne? Da kann man nicht lang, also müssen wir nach hier oben. Ja, so ist es halt und ich hoffe, dass der Upload jetzt wenigstens so bleibt, wie er gerade ist, damit ich wenigstens streamen kann und Videos hochladen kann. Für mich gehört das schon zum Alltag irgendwo mit dazu und es macht mich richtig sad, wenn ich da Nachrichten bekomme, wann streamst du wieder, bla 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 und so weiter. Also es ist jetzt halt auch nichts gegen euch, sondern einfach gegen Vodafone. Das fuckt mich dann richtig, richtig ab, auf gut Deutsch gesagt, weil ich einfach nur streamen will. Und ich konnte gestern zeitweise gar nicht spielen, weil ich einfach mich nicht mal einloggen konnte. Hat er immer gesagt, sie müssen online sein zum Spielen. Oh, Leute, das war so nervig. Naja, wir haben das Level hier geschafft. Easy Snacks, so beim Labern. Bisschen Real Talk heute nebenbei gewesen. 500 Gems und 5 Drachen waren es jetzt, glaube ich, 5 oder 6. Guck mal, Handbuch. Dunkles Labyrinth, 5 Drachen und 500 Gems. Nice. In dem Sinne verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.